Willst du mich zum glücklichsten Menschen der Welt machen und mich nochmal heiraten? Ja, ich will. Das sind Karten für das Spiel. VIP-Karten. Was tun die auf einmal her? Du warst das, oder? Du bist echt der geborene Versager, weißt du das? Ich liebe sie, du dämlicher Vollidiot! Hey, was soll denn das? Hör sofort auf! Was soll das? Frag ihn doch. Dann drehst du jetzt komplett durch? Was soll das? Was willst du denn hören? Eine ganz einfache Antwort auf meine Frage. Was ist los mit dir? Ich... Hey, ich meine, zwei Typen, die sich in der Bar prügeln, das ist doch das Normalste auf der Welt. Warum? Frag den Neandertaler. Ich glaube, er fand es nicht so prickelnd, dass ich dir die Tickets gekauft habe. Du? Ich habe doch gleich gesagt, dass ich das nicht war. Hey, warum machst du sowas? Vielleicht damit du kapierst, dass er der Top-Checker ist, der alles besorgen kann, egal was es kostet. Ich hab zu tun. Tristan, du redest jetzt mit mir. Du wolltest zwei Karten haben, ich habe meine Kontakte aktiviert. Wo ist das Problem? Das weiß ich eben nicht. Sag du mir doch endlich mal, wo das Problem ist. Ich versteh's nicht. Vielleicht wollte ich einfach mal nett sein. Nett? Tristan, du bist nie einfach nur nett. Was dann? Gut, dann vergesse ich's hier. Das ist aber auch das Ende der Geschichte. Wahnsinn, oder? Ja. Man hat wirklich das Gefühl, man kriegt kein Kind, sondern man gründet eine Firma. Wer gründet eine Firma? Niemand. Wir waren gerade in der Stadt und haben den ganzen Ämterquatsch fürs Baby erledigt. Krankenkasse. Standesamt. Kita-Platz. Elterngeld. Bürgerworld. Lecker. Bürgeramt. Ich hab echt Schwielen an den Pfoten vom ganzen Formular ausfüllen. Du hättest mal die Sachbearbeiterin erleben müssen, als wir dir unsere Familienkonstellation erklärt haben. Wie bei den Zigeunern, meinte die Schnupse. Du darfst übrigens auch was unterschreiben. Hier. Was ist das? Die Vaterschaftsanerkennung. Ja, sicher. Jessica, oder gibt's da vielleicht doch noch etwas, was du mir sagen möchtest? War ich wirklich der Einzige in dieser alkoholgeschwängerten Nacht? Quatsch, kein Stuss. Mach fertig. Ich geh jetzt duschen. Warst du nicht heute Morgen schon duschen? Ja, aber ich bin süchtig nach eurem Zwölf-Düsen-System. Das ist wie so ein Sommerregen, wo tausend kleine Fingerspitzen über den Körper wandern. Die Gurke ist übrigens fürs Gesicht. Okay. Lass mal, das geht schon. Ach komm, das läuft immer noch die ganze Zeit da raus. Au. Kopf hoch. Wer sich am fertigsten Tag prügelt, muss das auch mal aushalten. Ja, festhalten. Okay, und jetzt sagst du mir mal bitte, warum ihr euch wirklich geprügelt habt. Na, wegen dir. Geht's ein bisschen konkreter? Ich habe ihn gefragt, ob es ihm Spaß macht, dich zu quälen. Dich erst auf den Mond zu schicken und dir dann großkotzige Geschenke zu machen. Ja, und was hat er gesagt? Er hat gar nichts gesagt. Er hat stattdessen einfach nur wieder arrogant rumgestammelt. So nach dem Motto, warum leckt sich der Hund am Schwanz? Warum was? Ja, weil er es kann. Verstehe. Er ist anscheinend der Typ, dem es Spaß macht, andere als Marionetten zu behandeln.
Tja. Ein feierlicher Moment. Yep. Unser Kind wird amtlich. Ja, ich habe das auch erst heute richtig realisiert, dass es bald soweit ist. Hiermit erkenne ich an, der Vater des zu erwartenden Kindes Steven Stiel zu sein. Tut mir leid, ich kann das nicht. Was? Hör zu, ich weiß, du bist mein Chef und du zahlst mein Gehalt, aber was bitte geht bei dir ab? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Ich aber, Bella ist meine Schwester. Du hast das gerade ganz gut formuliert. Ich zahle dein Gehalt, also. Also was? Bleibt mein Eis. Hör zu. Entweder du willst wirklich was von Bella. Das finde ich zwar nicht gut, aber es ist nicht meine Sache. Oder du willst es nicht und dann halt dich raus aus ihrem Leben. You're staring into space, and every inch of silence. Wenn Elisabeth und ich auf die Bahamas fahren, so ist das nicht nur der Start in unsere Flitterwochen, sondern auch mein Ausstieg aus unserem Familienunternehmen. Ab jetzt liegt die Zukunft von Lahnstein Enterprises in euren Händen. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass in Zukunft jeder Einzelne von euch... Moment mal. Wenn das Ganze jetzt hier grundsätzlich wird, dann... Klingt wie eine Rede zur Lage der Nation. Ich meine, sollten Hagen und Tristan nicht auch dabei sein? Hagen hat das Unternehmen verlassen und sich selbstständig gemacht. Und was Tristan angeht, ja, unter normalen Umständen sollte er natürlich dabei sein. Aber bei Tristan sind die Umstände alles andere als normal. Ja, das kann man so sagen. Er hat sich von uns entfernt. Aber er gehört immer noch zum Unternehmen und zur Familie. Und das wird wahrscheinlich die letzte Besprechung sein. Du reist heute Abend ab. Sebastian leitet jetzt Lahnstein Entertainment. Und nach dem Brand im Gestüt solltest du am besten wissen, dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Heißt das jetzt, er weiß von diesem Treffen oder weiß er es nicht? Das spielt keine Rolle. Wir haben ein geschäftliches Meeting, also kommen wir zur Sache. Steven. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Das ist... Ja? Das ist einfach nicht der Name für meinen Sohn. Unseren Sohn, Hagen, was ist los? Entschuldige bitte, wie hört sich das denn an, Steven Stiel? Das ist doch total der Zungenbrecher. Oder was ist denn, wenn er lispeln sollte? Hi, ich bin der Steven Stiel. Du hast Angst, dass man ihn auslacht. Auslachen ist nur der Anfang. Man wird ihn rumschubsen, was weiß ich. Man bindet ihm die Schnürsenkel zusammen. Nach dem Sport wird er mit nassen Handtüchern geschlagen. Und irgendwann verbringt er seine Pausen im Müllcontainer. Das ist Unsinn. Das ist kein Unsinn. Das sind die Gesetze des Schulhofes. Wir werden ihn einfach mit guter Erziehung, mit genügend Selbstbewusstsein ausstatten. Oh ja. Guck mal, Jungs, da kommt der selbstbewusste Steven Stier mit der guten Erziehung. Kommt, wir zünden seinen Ranzen an. Deine Kinder sind grausam. Und glaub mir, sie finden immer ein Opfer. Hätte dir das nicht ein bisschen früher einfallen können? Ja, vielleicht. Jessica hat den Namen vor Monaten schon ausgewählt. Ich fürchte, deine Bedenken kommen hier einfach zu spät. Entschuldigung, meine Erinnerung. Ich muss zur Bank wegen des Kreditantrags. Wir können ja später weiter darüber reden. Hagen. Nicht jetzt. Ciao. Hey, mein neues Papaya-Massageöl vergessen. Apropos Papaya. Wo ist er denn? Hagen, der musste zur Bank wegen Kreditvertrag. Und da hatte er nicht kurz Zeit, eine klitzekleine Unterschrift zu machen? Nee. Gibt's ein Problem? Quatsch, gibt kein Problem. Kein Problem. Gut. Ich wünsche dir für den Lebensabschnitt, der jetzt auf dich zukommt, dass du ihn genießen kannst. Das, was du hier aufgebaut hast, ist bei uns in guten Händen. Danke, Sebastian. Und vergiss nicht, ohne ein Gerüst aus ethischen Werten lassen sich keine echten Werte schaffen. War schön, noch einmal mit euch zu plaudern. Ja, ich fand's auch schön, mal wieder ganz entspannt zusammenzusitzen. Hört sich was an, als ob ich was verpasst hätte. Ihr habt mich gar nicht eingeladen. Tristan, was ist mit deinem Auge passiert? Wieso interessiert dich das? Vielleicht, weil du mein Sohn bist.
Weißt du, anstatt mir deinen moralischen Sermon über blühende Stammbäume reinzuziehen, habe ich es vorgezogen, mir ordentlich die Fresse polieren zu lassen. War ein gutes Gefühl, ich habe ein bisschen menschliche Nähe gebraucht. Was ist eigentlich los mit dir? Ich rede mit dir! Ich weiß. Ich habe gesagt, er hat sich nicht unter Kontrolle. Bist du dir sicher, Papa, dass du die Situation richtig beurteilst? Ja. Entschuldige, Vater, aber ich finde, du liegst ziemlich daneben. Wieder, oder? Deine Masche? Erst küsst du mich, dann ignorierst du mich, dann küsst du mich wieder und dann kennst du mich nicht mal mehr. Macht dir das eigentlich Spaß? Bella, willst du wissen, warum ich so bin? Weil ich mich gerade in dich verliebe. Und das ist das Letzte, was ich jetzt will. Jetzt komm schon. Ich das Hemd, du die Bluse. Warum willst du nicht mit mir zusammen sein? Ich hab Schiss, okay. Wenn du mehr Zeit hast. Es geht nicht um Zeit, Bella. Ich kann das hier einfach nicht. Es tut mir leid. Ja, Tristan von Landstein. Ich habe gehört, Sie liefern die Musik direkt ins Haus. Wiener Walzer hört sich gut an, aber ich denke mir, wäre eher nach einem kolumbianischen Tango. Es ist mir egal, warum. Ich will einfach nicht, dass sich jemand für mich prügelt und du schon gar nicht. Ja, gut, ist angekommen. Also eigentlich bin ich ja auch mehr so der, wie heißt noch mal der Inder mit der Glatze? Grundy? Gandhi? Ja, genau. Ehrlich, er hat angefangen. Hat er denn noch irgendwas gesagt? Mann, was willst du von ihr? Ich liebe sie, du dämlicher Vollidiot! Nö, der war nur wieder so aggro. Vielleicht hast du auch einfach recht. Womit denn? Vielleicht hat er es einfach mal gebraucht. Auch wenn es total krank ist. Ja, sag ich doch. Ach, und Anni? Ja? Danke. Wofür? Dass du da bist. Ach so, ja, kein Problem. Du weißt doch, ich bin ein guter Freund. Ja, das bist du. Bis dann, Rocky. Bis dann. Ich verstehe dich absolut, was Tristans unselige Rolle bei dem Brand angeht. Aber du kannst nicht behaupten, er würde sich aus der Verantwortung stehlen. Nein? Entschuldige, Papa. Ich weiß nur zu gut, was Tristan alles angerichtet hat. Aber vielleicht solltest du dir mal die Frage stellen, was du genau meinst, wenn du von Zusammenhalt sprichst. Was willst du damit sagen? Naja, entweder hältst du die Firma zusammen oder die Familie. Für mich ist das ein und dasselbe. Ich fürchte, Vater, diese Gleichung geht nicht immer ganz auf. Also ich soll hinnehmen, dass Tristan aus Eifersucht die Existenzgrundlage unserer Familie aufs Spiel setzt. Es ist nicht so, dass die Enterprise nicht auch von ihm profitiert hätte. Nein. Gerade jetzt zum Beispiel, da baut er wieder einen neuen Star auf. Ja, Leonie Richter. Und er hat mit Gewinn aus dem No Limits das nötige Eigenkapital gestellt für Hagens Kredit, damit er endlich neu anfangen kann. Und Papa, wenn du ehrlich bist, du bist schon lange zu ihm auf Distanz gegangen. Es geht immer nur um Hagen und Sebastian, der verlorene Sohn und dein Nachfolger. Und Tristan stand in der zweiten Reihe. Ist Tristan nicht zu mir auf Distanz gegangen? Meine Tür stand immer offen. Warum spricht er nicht mit mir? Eine Vermutung wäre vielleicht, dass er sich schämt für das ganze Chaos, das er angerichtet hat. Er fühlt sich als Außenseiter. Und ehrlich gesagt, hast du nicht so viel dazu getan, ihm dieses Gefühl zu nehmen. Ich weiß, es ist genau das Gegenteil dessen, was du erreichen willst. Aber so treibst du ihn nur weiter in die Isolation. Das ist echt
mieses Timing. Ja, das kann man wohl sagen. Hallo, was sagt Jessica denn dazu? Sie weiß es noch nicht. Oh. Der Herr Erzeuger. Und, hast du den Kredit abgegriffen? Ja, der Antrag ist eingereicht. Das sieht ganz gut aus, glaube ich. Gut, was gibt's? Du, ich brenne jetzt aber nicht auf den letzten Drücker mit dir durch, falls dir das vorschwebt. Auch wenn ich wahrscheinlich unwiderstehlich auf dich wirke. Kann mich gerade noch beherrschen. Und, hast du deinen Willi jetzt runtergesetzt? Genau darum geht's. So, nach dem Durcheinander mit der Stillerei hatte ich eigentlich gehofft, dass wir offen miteinander reden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ganz schön verletzt sein wird. Das endet in einer Katastrophe. Ja, ich kann das auch verstehen. Weißt du, wenn man Mutter wird, ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man das, was in einem heranwächst, plötzlich als kleinen Menschen begreift. Und dann gibt man ihm einen Namen. Ja, genau. Und darüber baut man dann eine Beziehung zu dem Kind auf. Das ist echt schwer, sich vorzustellen, dass man sich da nochmal umgewöhnen muss, ohne dass es sich fremd anfühlt. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß es auch nicht. Thomas wollte unsere zweite Tochter ja Roberta nennen. Moment mal, die zweite Tochter, das bin ich. Ach was. Ich habe ihn dann auf jeden Fall in sehr vielen einfühlsamen Gesprächen davon überzeugen können, dass Dana ein wirklich schöner Name ist. Danke. Und dann? Ja, irgendwann hat er dann eingesehen, dass beide Eltern sich mit dem Namen des Kindes identifizieren müssen. Und als du dann auf die Welt gekommen bist, hat er dich auf den Arm genommen, dich angelächelt und gesagt, das ist wirklich eine kleine Dana. Also keine Panik. Moment mal, du sagst jetzt aber nicht, dass du es dir anders überlegt hast, oder? Doch, doch, das habe ich. Du willst Steven und mich sitzen lassen? Nein, nein, ich lasse ihn nicht sitzen. Ich will nur nicht, dass... Steven? Steven heißt. Aber das wäre ja doppelt gemoppelt. Warum sollte er auf einmal Steven heißen? Nein, Steven. Ja, sag ich doch einmal. Nein, Steven. Entschuldigung, selbst einmal Steven ist mir ein Steven zu viel. Heißt das, dass dir der Name nicht gefällt? Ja, so sieht's aus. Wir müssen also ganz sensibel mit ihr reden. Ja, so sensibel, aber so schnell wie möglich. Das gibt trotzdem Ärger. Na, darauf kannst du dich schon mal gefasst machen. Ja. Vielleicht gehen wir mal was trinken. Wieso sollten wir? Wir kennen uns nicht. Ich habe jedenfalls einen bleibenden Eindruck von dir bekommen. Ich fürchte, sobald du aus der Tür raus bist, habe ich dich leider schon wieder vergessen. Oh, der harte Abservierer. Jetzt weiß ich, was mit dir los ist. Da steckt wohl irgendeine Frau dahinter. Wiedersehen, Olga. Ach so. Grüß sie von mir. Und sag ihr, was wir hier getrieben haben. Hat sie endlich einen Grund, dich so zu hassen, wie du dich selbst. Also die Route steht. Wir fliegen mit dem Helikopter nach Frankfurt, von da weiter nach Miami und dann segeln wir auf die Bahamas. Aber warum finde ich die Buchungsunterlagen nicht? Ich habe alles falsch gemacht. Was? Ich habe bei all diesen medizinischen und geschäftlichen Komplikationen Tristan aus den Augen verloren. Er hat sich geprügelt. Und wirft mir vor, ich weiß nicht mal, was er mir vorwirft. Aber ich dachte, vor der Operation hättet ihr euch angenähert und euer Verhältnis hätte sich entspannt. Ja, das dachte ich auch. Aber er hat so eine Wut in sich. Wahrscheinlich haben Rebecca und Sebastian recht. Womit? Er stand immer in der zweiten Reihe. Wir sind uns fremd geblieben. Aber das muss doch nicht so bleiben, Ludwig. Gut, in den letzten Monaten, da warst du natürlich mehr das Firmenoberhaupt als der Vater für deine Kinder. Aber das weißt du selbst am besten. Aber warum habe ich bei den anderen Kindern einen Weg gefunden?
Wir anderen sind einen Schritt auf dich zugegangen. Tristan konnte das nicht. Kannst du übrigens auch nicht. Helena war die Einzige, die einen Zugang zu ihm hatte. Ich habe mir einfach zu wenig Mühe gegeben. Warum kommen solche Erkenntnisse immer, wenn es zu spät ist? Aber das ist doch nie zu spät. Wir fahren jetzt für ein paar Monate auf die Bahamas. Und wenn wir zurückkommen, sind alle da, auch Tristan. Hoffentlich. Weißt du was? Ich lade die gesamte Familie zu einem Abschiedsabendessen ein. Ich werde den Kindern und besonders Tristan sagen, wie wichtig sie mir sind. Es sind doch meine Kinder. Ich werde sie um Verzeihung bitten. Darf ich reinkommen? Bist ja schon drin. Na? Was machst du? Ich überlege gerade, ob ich mir die Bühne mit Koks wegknalle. Tristan, ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Du kannst solche Sprüche also stecken lassen. Was gibt's? Dein Vater plant ein Abendessen. Und jetzt... Sollst du mich davon abhalten zu kommen, weil ich die Tischdecke anzünden und ihm seine Predigt verderben könnte? Nein, er würde sich sehr freuen, wenn du dabei bist. Kommt also nach der Peitsche mal wieder das Zuckerbrot, ja? Du bist so ungerecht. Du kannst ihm doch nicht beides gleichzeitig vorwerfen, dass er auf Distanz zu dir geht und dass er deine Nähe sucht. Ihm ist es ernst. Wenn es ihm so ernst ist, warum kommt er dann nicht selbst? Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Hi. Hi. Was gibt's? Wir müssen reden. Müssen wir? Also es ist so, dass Hagen anders. Also Hagen wollte ja unterschreiben. Der Name, du verstehst schon. Nee, erklär's mir doch mal. Also Hagen findet das Steven. Geiler Name, ne? Also er meinte, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Mein Gott, du quälst dich ja richtig. Schau mal, du hast dich ja schon sicher sehr an den Namen gewöhnt. Ja, aber ich mach da doch keine Religion draus. Komm mal runter, Mama 2. Hagen hat schon mit mir gesprochen. Wow, hat er. Irgend so ein Zeug über nasse Handtücher und brennende Schulranzen. Und du bist nicht... Sauer? Ja, ich meine, Steven war schon richtig, richtig, richtig geiler Name. Aber es ist ja auch euer Sohn. Und wenn er schon meinen Nachnamen hat, dann dürft ihr wenigstens beim Vornamen mitbringen. Und ich stotter die ganze Zeit hier rum, wie ich dir das am besten beibringe. Du hast echt gedacht, ich flipp total aus, oder? Du hast ja fast in die Hose gepisst. Nicht nur fast. Da sind ja überall noch Nasen. Da muss ich mal rüber. Dana und Jessica werden das Ding lieben. Der Wege kommen schon klar. Die Frage ist nur, welcher Name wird draufstehen? Wieso? Ich dachte, der Kleine soll Steven heißen. Also, Steven ist raus und alles ist offen. Aber ich erwarte, dass ihr nicht nur meckert, sondern richtige Vorschläge macht, mit denen ich was anfangen kann. Okay. Ich habe mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Ich meine, für mich war Steven ja quasi gesetzt. Dann viel Spaß bei der Liste. Welche Liste? Was machen wir denn jetzt? Mercedes. Emilio, es wird ein Junge. Warum fällt dir ausgerechnet dieser Name ein? Wie wär's denn mit Michael? Nee, Kasimir. Das klingt doch künstlich. Samson. Samson? Thomas, was ist denn los mit dir? Das ist ein 2,50 Meter großer Kuschelbär. Don Hugo. Das ist nicht dein Ernst. Nein, aber Franzi von Einsick meint es ernst. Promis haben doch alle einen Knall. Ich hätte auch gerne einen Knall. Wie wär's mit Edward oder Emmett?
Es wird ein Baby, kein Vampir. Also ich mochte ja Hector schon immer gern. Und auch kein Rottweiler. Wilhelm. Nicht schlecht. Ja, altmodische Namen sind ja wieder in Mode. Obwohl, weder Dana noch Jessica wirken gerade besonders altmodisch auf mich. Oder hier, Beerblue. Das klingt wie Captain Blaubeer. Wer ist die Mutter? Alicia Silverstone. Na dann nennt es doch... Nein. Oder Eiser. Eiser. Ja, Eis am Stiel. Mann, Mann, Bella. Diese Dreiecksnummer hat ja richtig explosives Potenzial. Es gibt keine Dreiecksnummer. Tristan hat ja wohl deutlich genug gesagt, dass er nichts von mir will. Naja, vielleicht ist das, was er sagt und das, was er will, nicht immer das Gleiche. Na, wenn schon, ich bin ja kein Gedankenleser. Ach, Bella, du weißt, ich gebe mir wirklich große Mühe, mich nicht in deine Angelegenheiten zu mischen. Okay. Ich muss ja mal eine Ausnahme machen. Tristan, ich meine, du weißt, wie ich zu ihm stehe. Er weiß offenbar nicht, was er will. Und du, ich habe solche Männer auch kennengelernt. Offensichtlich empfindet er etwas für dich, aber er will nicht, dass er das empfindet. Und deshalb ist sein Verhalten so widersprüchlich und so verletzend. Verletzend und verwirrend und... Ach Mann, es macht mich einfach total verrückt. Genervt verrückt oder... Verliebt verrückt? Naja, weißt du, tief in meinem Innern, da weiß ich einfach, dass er was für mich empfindet. Ich kann einfach nicht anders, als die ganze Zeit daran zu denken, was er gerade macht oder was er gerade denkt. Ich meine, denkt er vielleicht gerade an mich? Naja, und so weiter. Ich denke auf jeden Fall die ganze Zeit an ihn. Also verliebt verrückt. Total verrückt. Ich habe einfach Angst, dass er durchdreht. You are one of God's mistakes. You crying tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Though I don't like you anymore. Trying waste of space. Ferdinand. Oh nee, ist mir zu adelig. Das klingt total nach eurem Spuke. Johann. Oh, auf keinen Fall. So hieß unser Nachbar. Ja und? Der hat total gemüffelt und hatte Haare in den Ohren. Außerdem hat er so einen dreibeinigen Hund. Wie hieß der denn? Stupsi. Stupsi Stiel, das hat was. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Dann sag du doch mal was. Okay. Ich find Paul schön. Oder Lukas. Hm? Ja, toll, und wenn man ihn auf den Spielplatz ruft, schreit die Hälfte der Kinder hier. Was willst du mir jetzt damit sagen? Dass du einen sehr durchschnittlichen Geschmack hast, Mama 2. Aber unser Kind wird nicht durchschnittlich. Könntest du bitte aufhören, mich ständig Mama 2 zu nennen? Naja, Mama 1 kann ich dich schlecht nennen. Schließlich wird der Knödel aus mir rausgeschnitten. Hey, 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 kein Streit. Bitte. Mann, das war nur witzig. Also, ich habe auch noch mal nachgedacht. Was haltet ihr von Jimmy? Sean? Aber englische Namen sind total praktisch. Wieso? Wenn er nach Hollywood will. Tja, dann kriegt er das hinter die Löffel. Spießer. Rolluschi. Okay, hast du noch was? Hab ich. Maximilian? Ist.
Und? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er kommen wird. Er meint, dass du ihn abgeschrieben hast. Ich dachte echt, wir sitzen morgen früh noch hier und schlagen uns die Köpfe ein. Ja. Sag mal, wie bist du eigentlich auf Maximilian gekommen? Also ehrlich gesagt stammt die Idee von Thomas, weil euer Weihnachtsfindelkind hieß doch Max. Und du hättest Maximilian heißen sollen, wenn du ein Junge geworden wärst. Was? Ja. Oh Gott, zum Glück bist du es nicht geworden. Sonst wärt ihr beide jetzt schwul und unser Sohn hätte zwei Väter und würde so heißen wie du. Bestechende Logik, Jessica. Mhm. Also ich find's super. Und wie findest du Maximilian, Steven? Okay, ich gebe mich geschlagen. Steven bleibt als Zweitname. Maximilian Steven Stiel. Ich finde, das klingt wie ein Tennisprofi vom Starnberger See. Was heißt das jetzt? Ich find's cool. Ich auch. Aber du zahlst die Tennisstunde und ich fahre ihn mit dem Cabrio hin. Mit welchem Cabrio? Na, das, was ich mir durch meine selbstlose Kompromissbereitschaft hier verdient habe. Ja, ihr macht mich fertig. Seien Sie, die Familie hat sich bereits im Esszimmer versammelt. Darf ich die Vorspeise servieren lassen? Ja, ja, machen Sie es. Schön, dass du dich entschlossen hast, bei uns zu sein. Normalerweise, wenn ich ans Glas klopfe, werden alle nervös und Ansgar verdreht die Augen. Aber ich verspreche euch, ich werde euch nicht mit der komplizierten Lahnstein Enterprises Geschichte langweilen. Mit denn dann? Nein, heute geht es mir überhaupt nicht um die Firma. Heute geht es mir um euch. Ihr seid meine Kinder. Und ich möchte euch sagen, dass ich euch liebe. Wie senil ist das denn? Klappe, Tonja. Ich habe euch hier zusammengebeten, um euch zu sagen, dass es mir leid tut. Es tut mir leid, dass ich zu sehr auf das Geschäft fixiert war und dabei meine Rolle als Vater vernachlässigt habe. Ich habe euch unter Druck gesetzt, um euch meinen Prinzipien zu unterwerfen. Vielleicht war das alles falsch. Vielleicht hänge ich blind einer Epoche nach, die längst ihrem Ende zustrebt. Jedenfalls für all die Momente, in denen ich so starrköpfig und unnachgiebig war, möchte ich euch um Verzeihung bitten. Euch alle. Und wenn ihr bereit seid, meine Entschuldigung anzunehmen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mit mir anstößt. Sehr gut. Sehr gut. Tristan. Wieso lachst du mal? Ich fand das richtig gut. Du hast dich über die ganzen Jahre von dem schlechten Schauspieler zu dem ganz annehmbaren entwickelt. Tristan, bitte, lass uns an anderer Stelle in Ruhe darüber sprechen. Moment mal, also er darf auf die große Bühne und ich soll ins Hinterzimmer gehen? Sebastian, du hast gerade mit deinem Vater auf eure Versöhnung angestoßen. Ja, das habe ich. Demselben Vater, der dich damals zwingen wollte, deine Ehefrau zu verlassen, damit du es wert bist, auf seinem Sessel Platz zu nehmen? Tristan, bitte hör auf. Was? Das war doch gerade erst lustig. Hagen! Egal, was du sagen willst, ich will es jetzt nicht hören. Weißt du was, ich tue dir Gefallen und sag's trotzdem. Du hast gerade mit dem Mann angestoßen, der dir jeden erdenklichen Stein in den Weg legen wollte, als es darum ging, dich mit deinem Gestüt selbstständig zu machen, außerhalb seines Prinzips. Ich hab doch recht, oder?
Der geht vor ihm in die Knie. Weil er jahrelang verschollen war und unschuldig im Gefängnis saß und als unser aller Erlöser zurückgekehrt ist. Wo war denn der Erlöser, als wir ihn gebraucht haben, wenn er mich fragt? Dann ist der Einzige, der hier erlöst werden soll, er selbst. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann kann ich dir nur eins sagen, du hast es verdient. Ihr könnt weitermachen, vielleicht legt ihr euch noch die Hand auf. Er weiß nicht, was er sagt. Doch, das weiß er. Ludwig. Bitte, Ludwig, was hast du vor? Ich werde die Dinge klarstellen. Aber das hast du doch versucht und es hat nicht funktioniert. Und es wird auch jetzt nicht funktionieren. Ludwig, wenn es eine Lösung gibt, dann heißt die Zeit. Heute würdest du alles doch nur viel schlimmer machen. Ich denke, dein Vater hatte sich einen anderen Abschied gewünscht. Ja, davon kannst du ausgehen. Wusstest du, dass Tristan so fühlt? Auf eine gewisse Art fühlen wir vielleicht alle so. Nur, ich glaube meinem Vater, dass er so war, wie er war, weil er überzeugt war, dass es richtig ist. Ich kann ihm verzeihen. Es ist vorbei, wir sind erwachsen, aber Tristan, für Tristan ist das alles immer so extrem. Ich weiß nicht, aber wenn man Tristan ansieht, dann sieht man immer so eine Angst. Lass uns das Thema wechseln. Okay. Über was sollen wir reden? Naja, wir werden Eltern, oder? Jessica, du und ich. Verrückt, aber wahr. Heute war ein schöner Tag. Komm, ich zeig dir was. Okay. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Die restauriere ich gerade. Die ist ja wunderschön. Hey, was ist los? Nichts, nichts. Ich denke nur gerade darüber nach, was da wohl alles auf uns zukommt. Werden wir gute Eltern sein, Jessica, du und ich? Na klar, was denn sonst? Naja, vielleicht. Vielleicht ist das alles auch komplizierter, als wir uns das vorstellen. Ich meine, gerade zwischen Vater und Sohn. Da kommen Konflikte auf, die so groß sein können, dass man gar nicht mehr weiß, wie man sie lösen kann. Wenn man es überhaupt lösen kann. Ich meine, schau dir Tristan an und meinen Vater.